Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum zweiten Booster-Unboxing. Gilden von Ravnica zusammen mit Games Island. An der Stelle nochmal vielen Dank für die gesponserten Booster. Und ja, wir legen direkt los auf der Suche nach den Schock-Duels. Viel Spaß mit diesem Video. So, wir starten direkt mit dem allerersten Booster. Bin gespannt, was wir heute aufmachen. Mal gucken, ob wir noch ein paar der begehrten Karten finden. Vielleicht ein Planeswalker, wie gesagt, ansonsten wie immer auf der Suche nach dem Schockduell. Der Titel unserer Reihe dieses Mal. Mal schauen. Oh, die Uncommons sehen aber schon ganz gut aus. Und die erste Rare. Die versunkenen Geheimnisse, die Mill-Karte der Edition, haben wir auch schon drüber geredet, ist spielbar, definitiv aber nur für Spaßdecks, also im Casual-Bereich. Das wird definitiv keine Turnierkarte werden, denke ich. Wir haben bei Magic super viele Möglichkeiten, um den Gegner direkt zu millen, quasi den Decktod zu erzwingen beim Gegner. Ist eine nicht super schlechte Karte, aber auch eben nicht wirklich super stark. Ja, gehen wir direkt zum zweiten Booster. Geht los mit dem Convoke-Wurm. Den finde ich tatsächlich ganz gut. Aber mal schauen. Gibt ja wirklich noch super viele Karten, die wir besprechen können. Mal schauen. So, die Gedankenlöschung. Sehr guter Discard-Spell für das Dimir Surveil-Deck. Sehr gute Karte. Kann man auf jeden Fall zocken, besonders in Kombination mit dem Surveil-Enchantment für 3 Mana, was man immer wieder zurück auf die Hand bekommt. Das auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir wieder Status und Statue. Die hatten wir letztens in Foil. Ist auf jeden Fall eine gute Karte. Kann man auf jeden Fall nicht sagen. Dann das Trugbild und dann noch eine Split-Karte. Die Dimir-Split-Karte im Rare-Bereich. Erschleichen und Ersinnen. Ah, finde ich tatsächlich nicht so übermäßig stark. Kann man im Dimir Surveil-Deck vielleicht als One-Off, also einmal zocken. Später kann man halt eine gute Kreatur wiederbeleben. Da muss man dann meistens eine vom Gegner nehmen. Denn generell im Dimir Surveil-Deck sind jetzt nicht super starke große Einzelkarten drin. Und ja, ist auf jeden Fall spielbar. Aber das ist auf jeden Fall nicht der stärkste Start. Ganz anders als bei der ersten Episode hier. Vielleicht ist das ein Zeichen. Heißt, dass am Ende die richtig guten Karten kommen. Aber schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. So, drittes Booster. Weiter geht's. So, wieder die typischen Undergrowth-Karten. Ihn finde ich ja tatsächlich ganz gut, um sich so die Aggro-Decks ein bisschen auf Abstand zu halten. Ordentlich Life-Gain im Golgari-Undergrowth-Deck. Der ist gar nicht mal so verkehrt tatsächlich. Und mal gucken, die Uncommons. Der Welpe, haben wir auch schon ganz oft drüber geredet. Die kriechende Kälte, ja, die finde ich so mittelprächtig. Die Sylphide, auch für das Surveil-Deck und der durchgebrannte, oh Gott, wie heißt das Ding auf Deutsch? Dampfsippler. Der durchgebrannte Dampfsippler. Wieder sehr geiler Name, aber die Karte ist auf jeden Fall ganz gut, wird immer größer. Später kann man quasi die Marken, die das Ding generiert, durch Spontanzauber und Hexereien, nee, durch rote Zaubersprüche, die man wirkt, wird es größer, kann man dann in Mana verwandeln. Habe ich jetzt schon ein paar Mal in sehr aggressiven monoroten Burn-Decks gesehen. Kann man auf jeden Fall zocken. Der ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Bin mal gespannt, ob wir den im Standardformat ein bisschen mehr sehen werden. Der kann halt sehr schnell anwachsen. Und das ist schon eine gute Karte. Guter Bieter. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. So, viertes Booster. Das tote Gewicht. Klassisches Limited Removal. Wieder, na, die kennen wir ja alle schon. Gucken wir mal, die Uncommons. Da sind ja schon deutlich relevantere Karten dabei. Der Mystiker hatten wir schon. Ich finde Guttersnipe persönlich besser. In einem Izzet-farbenen Deck. Dann die Schamanen. Auf jeden Fall sehr gut für den Self-Mill. Also wenn man sich selber millen will im Golgari-Overgrowth-Deck. Auf jeden Fall nicht schlecht. Die Glefe und der Traumfresser. Ja, nice. Schöne Mythic Rare. Auch für das Surveil-Deck. Ihn kann man auf jeden Fall zocken. Ist quasi die abgeschwächte Version vom Gear-Hulk quasi. Den wir bis kurzem oder bis vor kurzem im Standardformat hatten. Ist hier nicht ganz so stark mit dem eingebauten Bounce-Spell. Surveil 4 mit Aufblitzen fliegend. 3 Widerstand ist halt nicht ganz so gut. Kann halt sehr gut von Lightning Strike zum Beispiel abgeschossen werden im Standardformat. Bin mal gespannt, ob er viel gespielt wird. Aber ist auf jeden Fall okay. Mittelprächtige Mythic Rare, würde ich da sagen. Da geht auf jeden Fall noch was. So, fünftes Booster. So, wieder die üblichen Goblins, die Lockets, alles ganz gute. Oh, Doppellocket, spielbare Karten. So, im Ankamm-Bereich der Hühne. Die verschlungenen Pfade, ja, bisschen Ramp. Geht immer für den Kampfrüsten und Ionisieren. Oh, wir haben eine Foil. Ah, leider nur der kontrollierte Sturm. Der sieht auf jeden Fall sehr nice aus in Foil, ist aber leider eine nicht so gute Karte. Ionisieren auf jeden Fall für die Izzet-farbenen Control-Decks. Counterspell mit eingebautem Burn quasi.
Das ist auf jeden Fall eine spielbare Karte, wenn man den Gegner mit Burn Spells besiegen möchte, auscontrollen möchte. Definitiv eine gut spielbare Karte. Natürlich Alternative aktuell im Standardformat ist der Surveil Counter Spell. Der ist auch nur blau. Der ist natürlich besser zum Beispiel für blau-weiße Control Decks. Also muss man so ein bisschen gucken, was man spielt. Ionisieren, aber auf jeden Fall spielbar. Das nehmen wir auf jeden Fall ganz gerne mit. Wunderbar. Auch diesmal aber viele neue Karten, die wir noch nicht gesehen haben. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren, außer die Schock-Duels fehlen natürlich noch. Wo sind die Schock-Duels? So, das Tribunal. Oh, sehr gutes Removal für kreaturenbasierte Decks. Haben wir jetzt auch schon öfters drüber geredet. Definitiv eine sehr gute Karte. Dann die Dimir-Split-Karte nochmal aus dem Uncommon-Bereich. Der Riese. Oh, wir haben wieder eine Foil. Ich merke, hier ist noch eine Karte mehr hinter. Ritual des Rußes. Oh, das ist das zweite Mass Removal. Zerstöre alle Kreaturen mit Mana-Kosten 3 oder weniger. Das Ding ist definitiv spielbar. Habe ich jetzt auch schon in den ersten Turnierlisten tatsächlich gesehen. In, ja, teilweise schwarzen Control-Decks oder in mono-schwarzen Control-Decks auch schon gesehen. Definitiv spielbar, sehr nice. Und jetzt die Frage, was ist die Foil? Zack, die Sabotage. Nicht schlecht, definitiv spielbar. Das habe ich eben erwähnt. Zum Ionisieren quasi die Alternative, der 3-Mana-Counter-Spell, den wir im Moment im Standardformat haben. Sehr schön, in Foil. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Super nice. Das war auf jeden Fall schon mal eine ganz gute erste Hälfte. Wenn jetzt noch das Shock-Duel kommt, dann können wir die Episode, glaube ich, beruhigt verlassen. Ansonsten Planeswalker gehen natürlich noch. Mal gucken, welche Mythic Rares wir noch aufmachen. Bin mal gespannt. Wir wollen doch alle das Schock-Duel sehen. Gucken wir mal. So, dann der Signalturm Blitz. Na, den finde ich nicht ganz so stark. Nicht so gut. Genau wie das Elementarwesen, da finde ich tatsächlich den Convoke-Wurm besser, weil er Trampelschaden hat. Aber, na gut, ist ein bisschen Geschmackssache. Der Mino und Verrat der Erinnerung. Uff, das ist auch keine wirklich starke Mythic Rare. Die ist vom Power-Level relativ weit unten. 3-Mana-Hexerei. Schicke alle Karten aus allen Friedhöfen deiner Gegner ins Exil. Du kannst jene Karten in diesem Zug wirken. Und um sie zu wirken, kannst du beliebiges Mana quasi bezahlen. Also das ist ein ganz schlimm geschriebener Text. Zu Beginn des nächsten Endsegments und falls sich noch mindestens eine jener Karten im Exil befindet, bringe sie auf die Friedhöfe ihrer Besitzer zurück. Alles klar, und das Ding geht selber ins Exil. Klar, man kann damit gut Kartenvorteil machen, aber ich weiß nicht, vielleicht wird sie ja tatsächlich doch gespielt, wenn super viel Graveyard-basierte Decks irgendwann rumlaufen, falls das Golgari-Graveyard-Deck oder das Golgari-Deck zu stark wird, aber das glaube ich nicht, denn da sehen die Standard-Competitive-Listen halt eher nach so einem Mid-Range- oder grindigen Deck einfach aus, eher Control-Liga, da wird nicht so viel der Friedhof ausgenutzt, also ich bin noch nicht ganz davon hier überzeugt, könnt gerne mal einen Kommentar hier lassen, was ihr von dem Verrat der Erinnerung haltet, aber das wäre doch sehr speziell. Vielleicht als Sideboard-Karte für, weiß ich nicht, Dimir-Control-Decks. Da kann man das natürlich machen. Letztendlich jede Karte kann man mehr oder weniger irgendwo spielen. Sei es nur im Casual-Format oder irgendwo in einem Sideboard. Aber ist definitiv nicht so hier die Mythic Rare, die wir jetzt hier sehen wollten. Würde ich zumindest sagen. So, schauen wir mal. Die nächsten Ankommen. Gildenmagier der Legion, Turm des Monument und, endlich. Ein Tempelgarten. Das erste Schock-Duel. Hervorragend. Noch eine Foil. Die hypnotisierenden Vedalken. Oh, ja, es ist auch nicht übermäßig stark, aber wir haben das erste Schock-Duel gefunden. Hervorragend. Das hat aber auch lange gedauert. Die Länder natürlich super gut. Sie können quasi immer 2 Mana produzieren, natürlich nur 1 pro Runde, aber es sind alles doppelfarbige Länder, ermöglichen einem einfach ein komplizierteres Deck zu bauen, mit mehrfarbigen Kreaturen, teilweise auch gute 3-farbige Mana-Bases zu bauen. Super, super gut. Und ja, wenn man halt eben nicht das Mana sofort braucht, kann man die Schock-Duels auch getappt ins Spiel bringen, dann den Schaden halt nicht zu nehmen. Super, super gut. Sehr schön. Da freuen wir uns. Hervorragend. Gerne mehr. So, die letzten 4 Booster. Finden wir noch was? Jetzt geht's natürlich weiter. Mal gucken. Bin mal gespannt. Vielleicht hat hier einer von euch auch schon irgendwie ein Display aufgemacht. Wie viele Shock-Duels hattet ihr? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Skeada, not bad. Der Seuchenseher, auch eine gute Ankommen und die farbenfrohe Wiedergeburt. Ja, bringe bis zu 3 mehrfarbige Karten aus dem Friedhof zurück auf deine Hand. Klar, straight up Kartenvorteil. Aus einer Karte machen wir 3. Das Ganze natürlich relativ langsam. Da haben wir auch gute Alternativen. Also ich denke nicht, dass diese Karte viel gespielt wird. Ich denke, wir können direkt weitergehen. So, drittletztes Booster. So, was finden wir? Lockets. So, die Uncommons. Der Riese. Nochmal die Sabotage, davon gerne mehr. Davon wird man viele brauchen. Standardlegaler, guter Counterspell und die Bruthöhlenspinne. Ich bin natürlich Fan.
weil ich Spinnen cool finde, aber leider hier aus dem Bereich des Undergrowth-Decks nicht die stärkste Karte. Man kann halt zusätzlich ein grünes Permanent quasi ins Spiel bringen und ansonsten 7 Mana, 5-7 Reichweite. Das ist nicht übermäßig stark. Leider, leider. Schade, schade. Ich hätte mich mega gefreut über noch eine richtig gute spielbare Spinne. A la Ishkana, die war zum Beispiel richtig, richtig gut. Ach, schade. Schade, schade. Das geht auf jeden Fall besser. Schauen wir mal. Vorletztes Booster. Die Dragonauten. Gerechter Schlag. Ist auch solides Limited Removal. Der Bannerträger und Hoffnungsschimmer. Sehr gute Limited-Karte. Einfach, weil man damit super gut Kartenvorteil machen kann. Generell eine super gute spielbare Karte. Kann man auf jeden Fall nicht sagen. Kann man definitiv in dem einen oder anderen Deck verbauen. Auch in Commander-Decks. Definitiv eine super spielbare Karte. Nice. Die nehmen wir gerne und schauen wir mal. Unser Abschlussbooster, finden wir noch was. So, ab zu den Uncommons. Hier, viel bessere Spinne, aber auch nur aus Limited-Sicht. Natürlich im Limited, sowas ist immer nicht verkehrt. 5-7 mit Reichweite, da muss der Gegner erstmal dran vorbeikommen, aber so aus Constructed-Sicht halt nicht die stärkste. So, zurück zu unserem letzten Booster. Der Fundhändler, super starke Karte. Besonders wenn man mehrere davon hat, kann man die quasi immer wieder cyclen. Man spielt einen aus, holt den anderen wieder aus dem Friedhof. Dann irgendwie hier der erste stirbt wieder, dann der zweite holt den ersten wieder. Super, super stark. Gerade mit Eldest Reborn habe ich beim Vraska Planeswalker Deck drüber geredet. Super nice Karte, die finde ich richtig, richtig gut. Dann die Macht der Massen, solider Pumpspell für die Celestia Token Decks, auch nicht schlecht. Dann das Einhorn und die Kameradschaft. Die ist natürlich auf jeden Fall gut spielbar, jetzt auch nicht die super, super starke Rare, aber definitiv gut im Celestia Token Deck, um Kartenvorteil zu machen, wenn man viele Kreaturen und viel Mana hat. Definitiv eine Karte, die man dann zocken will. Sehr nice. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall. Da kann man auf jeden Fall nichts sagen. Wir haben auf jeden Fall das Schock-Duel gefunden. Insgesamt gute, spielbare Karten. Ich bin aber super gespannt, was wir in Episode 3 aufmachen werden. 12 Booster haben wir ja noch. Ja, das war's jetzt erstmal von mir für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, über einen Daumen hoch würde ich mich mega freuen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.